unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Energy, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und zu diesem Thema begrüße ich Sie auch ganz herzlich hier bei mir im Studio bei Quantisana TV. Es freut mich sehr, Sie hier wieder begrüßen zu dürfen und nochmal freut es mich natürlich, wenn Sie die Sendung weiterverfolgen und genauso viel Informatives lernen, wie ich gerade gelernt bekomme und zwar bei jeder Sendung immer wieder. Bei mir heute im Studio ist Thomas Kalbert und zwar ist er von der Vitacom Life Solution GmbH. Herzlich willkommen hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Jenny. Danke, dass ich heute bei dir sein darf. Wie bist denn du zu diesem Air Energy gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? Ein Geschäftspartner hat mich zu einem Vortrag mit eingeladen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zu Beginn, wie er mir das erzählt hat, sehr eingenommen diesem Gerät gegenüber, weil ich mir dachte, das ist das nächste Hokuspokus-Gerät auf dem Markt. Was wollen wir damit machen? Ich habe mich dann dazu überreden lassen, dass ich zu diesem Vortrag mitgefahren bin. Und das hat sich die ersten 10 Minuten bei dem Vortrag bestätigt, dass das wirklich für mich nicht in Frage kommt. Das kann nicht funktionieren, dieses Gerät. Die Dame hat mich dann an dieses Gerät angeschlossen und ich habe festgestellt nach den ersten 10 Minuten, es tut sich was in meinem Körper und ich weiß nicht, was passiert mit mir. Die Dame hat mir dann in kurzen Worten erklärt, was dieses Gerät macht. Ganz einfach in kurzen Worten, dass es für jeden verständlich ist. Sie hat mir erklärt, schau mal in den Wald, setz dich eine Stunde in den Wald und wie geht es dir dann? Du fühlst dich wohl. Mhm. Und das macht dieses Gerät. Ganz einfach erzählt, in der Natur passiert ein Prozess der Photosynthese. Licht trifft auf Blattgrün, es beginnt ein Singulärzustand, ein Energieausgleich vom Triplet-Zustand in den Singulärzustand. Und in diesem Zustand wird eine Energie freigegeben. Und diese freigegebene Energie ist diese wertvolle Energie, die auch dieses Gerät produziert. Mhm. Und das geht über die Nasenschleimhäute, über diese Atemmaske, geht das direkt in die Zelle. Unterstützt den Selbstheilungseffekt und bewirkt Dinge, die man als Mensch gar nicht nachvollziehen kann. Es funktioniert einfach, es beginnt ein Prozess im Körper und man kann es nicht dagegen steuern. Ja? Und das war unsere Philosophie, unsere Grundphilosophie unserer Firma ist das Wohlbefinden für Menschen. Wir wollen Produkte an den Markt bringen, nachhaltig, wo der Mensch was davon hat. Uns bringt es nicht, dass wir ein Gerät verkaufen, der Kunde kauft das Gerät und es hilft ihm nicht. Und das war unsere Philosophie und das haben wir dann begonnen, das Gerät bei uns aufzunehmen und das Gerät zu vermarkten in Österreich. Mhm. Das ist unser Weg dazu. Wie funktioniert dieses Gerät dann genau? Dieses Gerät funktioniert ganz einfach. In diesem Gerät sind 4 Katalysatoren. Und was ist ein Katalysator? Das war die falsche Frage. Okay, machen wir weiter. Okay. Ich frage einen Techniker. Du, ich bin kein Techniker, das müsst ihr rausschneiden. Ich bin wirklich kein Techniker. Ja. Diese 4 Katalysatoren und über LED-Beleuchtung wird derselbe Zustand erreicht, der in der Natur produziert wird, die Photosynthese. Mhm. Und über diese Atemmaske atmet man diese Energie ein. Ja? Und mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Das reicht. Ja, okay, gut. Wie bediene ich denn dieses Gerät? Weil das Gerät hier sieht jetzt komplett anders aus als das hier neben mir. Diese beiden Geräte sind von der Technik her genau gleich, auch von der Bedienung her. Dieses sieht designermäßiger aus, das ist für das Gesicht, ja, und dieses ist mehr für die Praxis. Ja. Dieses Gerät funktioniert ganz einfach, man kann nicht viel falsch machen. Es gibt einen Standby-Knopf, einen Power-Knopf, wo ich das Gerät einschalte. Dann drücke ich auf Start. Es ist eine Grundeinstellung von 21 Minuten. Okay. Eine Therapiezeit dauert 21 Minuten. Ich setze mich gemütlich zum Fernseher, so wie ich das jetzt hier mache. Ich nehme die Atemmaske. Setze mir diese Atemmaske auf. Mhm. Sieht schon aus, als ob wir im Krankenhaus sitzen. Ja, nein, wir sitzen nicht im Krankenhaus, wir sitzen bei dir im Studio, liebe Jenny. Das ist ein bisschen gemütlicher hier. Es ist jetzt hier schon eingeschaltet, du drückst auf den Startknopf und das Gerät beginnt von allein. Du kannst weiter fernsehen, du kannst essen, du kannst jede Tätigkeit weitermachen. Sobald du das Gerät eingeschalten hast, merkst du sofort, wie ein leichter Zug durch die Nase kommt. Die Schleimhäute nehmen das auf. Und der Körper beginnt von sich aus einen Prozess zu starten. Weshalb habt ihr euch dann genau für dieses Gerät entschieden und nicht für alles andere? Vor allem, weil du ja am Anfang völlig dagegen warst. Weil wir dann sehr viele Tests gemacht haben,
zuerst in der Familie, bei Freunden, ja, um das Gerät mal auszutesten. Wir haben 10 Geräte davon gekauft und haben das Gerät mal kostenlos zu Tests zur Verfügung gestellt. Ja. Und da haben wir in kürzester Zeit Erfahrungen gemacht, wo wir wirklich gesehen haben, Mensch, das funktioniert. Mhm. Und es kamen Informationen zurück, an die hätten wir nie gedacht. Das beginnt bei meinem eigenen Vater. Mein Vater ruft mich an, ich merke, es geht ihm nicht gut. Und mein Vater ist nicht jemand, der gerne über so etwas spricht. Mhm. Ich habe dann versucht herauszufinden, was los ist. Er hat es mir dann gesagt. Er hat gesagt, ich war beim Arzt, ich habe schwere Probleme, mein Blutdruck ist zu hoch, Prostatawerte sind nicht gut, Leberwerte sind nicht gut. Ich muss jetzt Medikamente nehmen, die ich eigentlich nicht nehmen will, aber ich muss es tun. Ich sagte, du, dann mach diesen Prozess, die Ärztin wird wissen, was sie macht. Und er hat dann viele Medikamente bekommen, hatte keine Kraft mehr gehabt. Am Nachmittag war er müde, er konnte nicht mehr richtig arbeiten. Dann hat er zu mir gesagt, Peter, gib mir ein Gerät. Mhm. Sag ich, du, ich kann dir das Gerät geben, ich kann dir aber nicht sagen, was passiert. Er sagte, du kannst eines nicht machen, du kannst jetzt deine Ärztin nicht auslassen, weil du keine Medikamente nimmst. Du kannst dieses Gerät zur Unterstützung nehmen. Und nach 3 Tagen hat er mich angerufen und hat gesagt, du, ich weiß nicht, was da passiert, aber ich bin nicht mehr müde am Nachmittag. Ich nehme es in der Früh und ich habe Kraft bis am Abend. Und das sind so diese Ergebnisse und da haben wir viele, 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 viele Kunden, die uns solche Dinge reflektieren, dass es für uns eine Bestätigung war, das funktioniert und das wollen wir in Österreich auf den Markt bringen. Wow. Das heißt, du hast ja viele persönliche Erfahrungen somit auch machen dürfen, weil du es ja im Umfeld verteilt hast. Ja, wir haben sehr viele Erfahrungen damit gemacht. Ich habe 2 Geschäftspartner, sie sind Pflegeheimbetreiber und die haben das Gerät kostenlos für ihre Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Ja. Und dann hat man gemerkt, also wir haben nur einen kurzen Vortrag darüber gemacht, was kann das Gerät, jeder Mitarbeiter kann das Gerät gratis nutzen. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, die Mitarbeiter kommen von allein immer wieder und fragen, dürfen wir das Gerät benutzen? Dann sind Sachen gekommen, Kopfschmerzen. Mhm. Meine Mitarbeiterin hatte Kopfschmerzen, darf ich mich ans Gerät hängen? Nach 10 Minuten hat sie die Therapie abgebrochen und gesagt, es geht mir besser, ich fühle mich wohl. Wow. Und durch diese Informationen sind dann natürlich neue Wege entstanden. Wir haben dann begonnen, uns Gedanken zu machen, was können wir in Österreich dafür tun, dass dieses Gerät für viele Menschen zugänglich wird. Da haben wir begonnen, Naturheilpraktiker in Österreich anzusprechen. Und da haben wir natürlich Erfahrungen gemacht, wo ich sagen muss, es ist immer diese Gratwanderung, die Schulmedizin und Alternativmedizin zu verbinden. Ja. Wir haben dann begonnen, auch mit Ärzten darüber zu sprechen. Ja. Da haben wir festgestellt, das Potenzial ist nicht vorhanden. Mhm. Und ich spreche hier nicht gegen Schulmedizin. Ich habe kein Problem mit der Schulmedizin. Ich finde sie gut, sie ist sehr wertvoll für uns. Was für mich das Thema ist, es geht in eine Richtung. Mhm. Und es gibt keine Wege für Alternative. Und das ist das Problem, was wir in Österreich haben. Ja? Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Ich weiß, dass es in Deutschland anders ist. In Deutschland werden Heilpraktiker anerkannt. Mhm. Und leider nicht in Österreich. Ja. Und da sind wir gerade auch daran am Arbeiten, dass wir Wege finden, ein Miteinander zu erschaffen. Mhm. Ja? Aber das braucht Zeit. Das braucht auch Zeit, eine Umstellung, ein Umdenken hervorzubringen beim Menschen. Dass ein Mensch weiß, okay, ich bin jetzt krank, aber ich kann jetzt nicht nur die Schulmedizin. Die Schulmedizin ist perfekt für Diagnosen. Aber man muss auch zugeben, dass weiter dahinter steht, es steckt mehr dahinter. Nämlich auch eine psychische, das vegetative Nervensystem, eine Entstehung der Krankheit. Ja? Und das ist für uns ein Punkt, wo wir uns sehr viele Gedanken machen, wie schaffen wir das, dass wir das nach außen tragen können. Und deswegen ist auch sehr wichtig für uns, dass ich heute hier sein darf. Und wir sind dabei, in Österreich neue Wege zu eröffnen, damit auch dieses Produkt zugänglich wird für Patienten, für Leute, die sagen, ich möchte mehr für mich tun, ich möchte mehr wissen darüber, ich möchte mich nicht nur auf meinen Arzt verlassen. Und das ist aber immer der Punkt. Ich sage jedem Kunden, bitte, du musst dich auch auf deinen Arzt verlassen. Du brauchst einen Arzt deines Vertrauens. Das, was wir hier damit machen können, ist, wir können das unterstützen. Dieses Gerät kann es unterstützen.
Es kann den Selbstheilungseffekt im Körper unterstützen. Ja, das ist auch sehr wichtig, dass wir das auch unseren Zuschauern und Zuschauern draußen sagen. Wir ersetzen den Arzt nicht, sondern wir wollen sie unterstützen. Wir wollen sie in ihrem Heilungsprozess unterstützen und ihnen noch zusätzliche Möglichkeiten geben auf dem Weg ihrer Besserung. Also lassen Sie den Arzt nicht aus, aber vielleicht versuchen Sie das mal mit dazu. So, und jetzt gebe ich dir das Wort wieder zurück. Perfekt. Super Erklärung dazu, ja. Danke sehr. Danke sehr. Du hast mir das Wort aus dem Mund genommen. Ja, das wollte ich nämlich gerade noch ergänzend sagen. Ganz kurz nochmal, ganz jetzt zurück zur Grundidee dieses Geräts. Mhm. Ja. Die Natur hat uns Prozesse vorgegeben. Ja. Und diese Prozesse haben die Entwickler dieses Geräts hier reingepackt. Der Effekt ist ziemlich sicher, ist meine persönliche Meinung, durch das, dass ich selber mit dem Gerät arbeite. Ich bin auch sehr naturgebundener Mensch, ich gehe gerne in die Natur angeln, ich sitze gerne im Wald und irgendwann habe ich festgestellt, die Zeit, die ich im Wald verbringe, wenn ich 2 Stunden im Wald sitze und Ruhe habe, kann ich hier in 21 Minuten bekommen. Dieses Gefühl, diese frische Energie läuft durch den Körper, man fühlt sich wohler, man ist nicht müde, man ist nicht träge. Wie kommt es denn zu dieser frischen Energie? Die frische Energie dadurch, dass dieser Zustand erreicht wird von Triplet-Zustand in den Singulet-Zustand, dieser Prozess der Photosynthese, da wird eine Energie freigegeben. Darum fühlst du dich im Wald auch wohl, weil dort diese Energie am häufigsten vorhanden ist. Ja. Und das Gerät macht dasselbe. Das wird über das Wassermolekül wird das gebunden, diese Energie. Das ist eine kurze, frei werdende Energie. Und diese Energie wird an das Wassermolekül gebunden. Mhm. Und das wiederum atmest du über die Sauerstoffmaske ein. Und das geht direkt über die Schleimhäute in die Zelle, in die Zellenregeneration. Es unterstützt den Selbstheilungseffekt vom Körper, es geht auf den Stoffwechsel, es hilft der Lunge wieder verbessert zu arbeiten. Ja. Es ist so umfangreich, was dieses Gerät kann. Ja. Und es ist ja auch so, dass dieses Gerät ja nicht das einzige Gerät ist. Es gibt zum Beispiel das Gerät hier, wenn man es hier sieht, das ist der einarmige Bandit, sagen wir. Dieses Gerät, hier ist ein Katalysator drin, ja. Und dieses Gerät macht dasselbe wie das hier. Und das hilft mir punktuell. Ja? Wenn ich hier Schmerzen habe, ich habe im Knie Schmerzen, ich halte mir das 10 Minuten an die Stelle. Mhm. Ich merke nach 5 Minuten, wie es beginnt zu arbeiten. Es entsteht eine Wärme, es beginnt zu arbeiten. Dann haben wir festgestellt, nach 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten, der Schmerz wird stärker. Mhm. Dann haben Kunden zu mir gesagt, du, das ist unangenehm. Der Schmerz wird stärker. Was ist das? Einstweilige Verschlechterung, das Wort habe ich schon mal Verschlechterung, gehört. Ja. Dann haben wir natürlich auch, weil wir sind keine Ärzte, wir sind auch keine Praktiker, wir lernen durch die Arbeit, was wir damit machen. Und dann haben wir festgestellt, mit Gesprächen vom Entwickler, dass das ein Heilungsprozess im Körper ist. Es ist klar, du hast zum Beispiel eine Entzündung im Körper, ja, und dieses Gerät wirkt sofort, es dringt ein und es beginnt ein Prozess im Körper, der zu arbeiten beginnt. Und dadurch wird es auch so, dass die Schmerzen kurzfristig schlimmer werden. Okay. Ich habe dann lange überlegt, naja, jetzt muss ich meinen Kunden sagen, wenn der Schmerz stärker wird, mach weiter. Das ist schwierig zu verkaufen. Das ist jetzt sehr schwierig. Wie willst du das sagen? Ja, weil wenn du jetzt zum Arzt gehst und der gibt dir Medikamente und es geht nach 5 Minuten, ist es besser. Es wird nicht schlecht in den meisten Fällen. Ich habe mir dann wieder in der Familie wirklich Freunde rausgesucht, die was Probleme haben mit Knie, die was Muskelprobleme haben und habe denen gesagt, bitte probier das aus, mach es zu Ende. Mhm. Geh mal über diesen Punkt dieses Schmerzes, geh mal drüber. Mhm. Und da haben wir festgestellt, dieser Schmerzpunkt ist nicht lange vorhanden. Es beruhigt sich dann wieder und nach einer gewissen Zeit ist es weg. Das heißt aber jetzt nicht, dass dies ein Wundermittel ist und dass das jetzt jeden Schmerz in 10 Minuten wegzaubert. Es kommt natürlich auch auf die Verletzung drauf an. Aber es unterstützt den Heilungsprozess im Körper. Mhm. Und das ist dieses Gerät. Ja. Wow. Habt ihr denn auch Nebenwirkungen, die ihr jetzt bemerkt habt in der Zeit, wo ihr das bereits anwendet? Also Nebenwirkungen kann ich jetzt nichts dazu sagen. Die einzigen Nebenwirkungen, die was sehr häufig sind, ja, ist zu Beginn dieser Therapie mehr Energie, wenn das eine Nebenwirkung für dich jetzt ist. Ja, mehr Schlaf, ruhiger Schlaf, das sind Nebenwirkungen. Ja. Negative Nebenwirkungen kenne ich nur, dass das Schmerzbild im ersten Moment schlechter wird. Ja. Es gibt natürlich jetzt ganz spezielle Fälle wie COPD-Patienten. Ja. Mhm. COPD ist eine chronische Lungenerkrankung. Mhm. Es gibt verschiedene Stufen dafür und das sind natürlich spezielle Fälle. Ja. Ja. Und da braucht das Gerät länger für den Einsatz. Ja.
Warum? Weil der Körper sich ja auch daran gewöhnen muss. Was wir aber auch festgestellt haben, da gibt es eine kurze Geschichte, wir waren auf einer Messe vertreten und da kam ein älterer Herr mit seinem Sauerstoffgerät, mit seiner Frau, die Frau sehr impulsiv, sehr viel Energie, wollte durch die ganze Messe laufen und der Mann ist hinten langsam nachgegangen mit seinem Sauerstoffgerät, konnte schon nicht mehr und bleibt bei unserem Stand stehen und ich spreche ihn darauf an. Hat er COPD4, es geht ihm nicht gut, er kann ohne Sauerstoffgerät gar nicht mehr sein. Ich sage ihm, darf ich Sie bitten, ich lade Sie ein, Sie können jetzt eine halbe Stunde bei mir verbringen, ich erkläre Ihnen das kurz, um was es geht. Der Vorteil war natürlich, die Frau hat sich schon informiert und sie kannte das Gerät. Mhm. Daher war es sehr einfach für mich. Und er hatte so ein Sauerstoffmessgerät, wo er den Sauerstoffgehalt messen kann mit einem einfachen Fingerclip. Ja. Und die Frau sagt, wenn wir seinen Sauerstoff wegnehmen, fällt er sofort runter unter 89. Und sie sagt, wir schaffen es nicht, er bekommt dann eine richtige Atemnot, ich will ihm das jetzt nicht antun. Dann sage ich, okay, dann machen wir einfach einen Test. Wir schließen ihn jetzt das Gerät zusammen mit seinem Sauerstoff an. Ich habe ihm die zweite Maske unter die Nase gehalten und habe festgestellt, er wird auf einmal in 2 Minuten ruhiger. Ich habe das Gerät laufen lassen, zusammen mit seinem Sauerstoff. Und nach 2 Minuten saß er da und hat fast normal mit mir gesprochen. Der Stress war weg. Und seine Frau hat seinen Sauerstoff abgedreht. Und es war keine Veränderung vorhanden. Der Sauerstoffgehalt ist gleich geblieben. Es wurde nicht schlechter und er saß 20 Minuten bei mir, hat es nicht gewusst zu Beginn. Und der Zustand hat sich nicht verschlechtert. Diese Frau hat gesagt, das gibt es nicht. Mein Mann ist seit einem Jahr nicht ohne Sauerstoff. Wow. Und das ist das, wow, was dieses Gerät macht. Nicht schlecht. Und das sind die Erfahrungen, und das werden natürlich immer mehr. Mhm. Und das sind Erfahrungen, die uns natürlich immer mehr dazu motivieren, noch mehr damit zu tun. Mhm. Ja. Jetzt kommt mal eine richtig doofe Frage. Du hast jetzt gesagt, dass das ja über die Schleimhäute aufgenommen wird, dieser Sauerstoff. Jetzt, ich habe Sauerstoff in der Luft, die ist hier überall, also auch hier im Studio. Die geht ja auch in die Nase, in die Schleimhäute etc. Ich habe mich erkundigt, es hat irgendwie 2% mehr Sauerstoff, aber so viel ich weiß, wie ich mal in der Schule gelernt habe, ich atme einen gewissen Prozentsatz an Sauerstoff ein, aber ein großer Teil kommt natürlich wieder mit raus. Das heißt, ich kann gar nicht so viel verwerten. Jetzt kriege ich zu 2% mehr, aber dann kommt einfach mehr raus. Aber die Energie oder den Sauerstoff, was du hier mehr bekommst, hat ja mehr von dieser wertvollen Energie. Ja? Wir sitzen jetzt hier bei dir im Studio. Ich sehe eine Pflanze, ich glaube, sie ist echt, ich hoffe, sie ist echt. Sie ist echt, ja. Wir haben hier sogar noch eine zweite. Und hier ist noch eine zweite, die ich gerade sehe, ja. Aber stell dir jetzt mal vor, wir würden im Wald sitzen. Mhm. Das wäre ein ganz anderes Empfinden, ja. Und dann kannst du auch mehr Sauerstoff aufnehmen, kann der Körper mehr verarbeiten. Ja? Diese Energie, die hier freigegeben wird, dringt in die Schleimhäute ein, die dringt direkt in die Zelle ein. Der normale Sauerstoff, den kann der Körper nicht verarbeiten. Ist denn das irgendwie ein anderer Sauerstoff? Ist der irgendwie schmutziger? Nein, das ist kein schmutziger Sauerstoff. Das ist ganz einfach derselbe Prozess wie in der Natur. Mhm. Ja? Wenn du heute in der Stadt spazieren gehst, fühlst du dich nicht wohl, weil die Luft eine schlechte Luft ist. Abgase, Fabriken, ja, das sind alles Punkte, die Luft schlecht machen. Also die Luft ist eigentlich verschmutzt? Die Luft ist verschmutzt. Ja? Und hier bekommst du reinen energetischen Sauerstoff, wie im Wald, der aufbereitet ist. Und das bekommst du aus dem Gerät. Und das ist der Unterschied. Also die Verschmutzung, die wir in der normalen Luft ganz eigentlich drin haben, die ist dann durch dieses Gerät, wird die rausgefiltert ganz genau, und geht direkt rein und deshalb funktioniert das besser. Rausgefiltert ist der falsche Ansatz. Es wird etwas zugegeben. Ja. Nämlich dieser Wechsel von dem Triplet-Zustand, von dem Singulet-Zustand in den Triplet-Zustand. Mhm. Hier wird eine Energie freigegeben. Das wird hier durch diese LED-Beleuchtung, ja, durch den Lichteinfall, wird derselbe Prozess erzeugt wie beim Blattgrün. Licht trifft auf Blattgrün und Photosynthese entsteht. Mhm. Und diese Entstehung ist hier im Gerät. Ja? Und dadurch funktioniert das und dadurch kannst du die Schleimhaut aufnehmen, dadurch kannst du den Körper aufnehmen und der Körper kann es verarbeiten. Jetzt dachte ich immer, das Licht sei einfach, damit es schön aussieht. Und ich habe kein Glück, dass es blau ist. Also das hat den Grund von der Photosynthese, dass es das funktioniert. Dass das blau ist, das funktioniert auch mit anderen Farben. Dass das blau ist, hat einen ganz einen speziellen Grund. Und da gehen wir jetzt wieder in eine weitere Schiene, wo wir aufpassen müssen, was wir jetzt sagen. Ja, es geht darum, das Blau hat diesen Effekt, es gibt im Körper, es gibt auch verschiedene Organe, die auf Farben reagieren. Mhm. Und diese blaue Farbe reagiert sehr gut für die Lunge. Das ist der einzige Effekt, warum das blau ist. Ach so. Es gibt auch mittlerweile ein
ein weiteres Gerät, eine weitere Entwicklung, wo man die Farben wechseln kann. Ja. Dann kann man die Farben auf die Organe zustimmen. Ach so. Das hätte ich jetzt niemals gedacht, also ich wäre jetzt da von was ganz anderem ausgegangen. Aber es ist schön zu hören, dass da auch da noch mitgedacht wurde und ein Effekt erzeugt wurde. Natürlich, die Entwickler dieses Geräts versuchen natürlich auch auf die Psyche des Menschen zu gehen, auf das vegetative Nervensystem. Mhm. Wie reagiert das Nervensystem? Wie reagieren die Organe? Mhm. Und das ist halt ein sehr großes Spektrum. Das ist halt diese weiteren Verknüpfungen von der Schulmedizin abgeleitet. Ja? Einfach eine Ergänzung. Das ist das, was wir uns auch wünschen, dass es nicht mehr ein Gegeneinander ist, ja, sondern dass ein Miteinander daraus wird. Ja. Also wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, seid ihr ein Vertriebspartner, also die Firma Vitacom Life Solution GmbH, wo du jetzt arbeitest, ja. Das ist einfach ein Vertriebspartner, der diese Geräte weiter vertreibt. Wir vertreiben in Österreich diese Geräte für Energy. Ja. Wir sind ein Vertriebspartner von der Firma Energy. Wir sind auch gerade dabei, weitere Vertriebspartner in Österreich aufzubauen. Mhm. Naturheilpraktiker, Vertriebsfirmen, die sich in diesem Bereich tätig sind, und das ist unsere Aufgabe. Wie ist das? Ist die Rückmeldung groß? Haben da viele Leute Interesse? Sind da so viele begeistert wie ich? Es haben sehr viele Leute Interesse. Mhm. Wir haben auch sehr viele positive Rückmeldungen. Mhm. Es gibt aber natürlich auch negative Rückmeldungen. Nämlich, wenn das Gerät nicht so schnell wirkt. Oder es ist halt kein Wundermittel, das man heute Wundermittel. Es funktioniert bei Menschen, manche Menschen reagieren sofort darauf. Ja. Mhm. Ich habe Kunden gehabt, ja, die waren bei mir, ich habe sie ans Gerät angeschlossen und nach 3 Minuten hat er gesagt, ich will gar nicht mehr wissen, mir hilft es, ich weiß nicht, was es macht. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Fall, und das ist ein persönlicher Fall. Ja. Das ist ein sehr guter Freund von mir, das ist Pater Severin aus unserer Gemeinde. Er ist mittlerweile in seinem verdienten Ruhestand. Und er hat schwere COPD. Mhm. Ich habe das mitbekommen und ich wusste nicht immer, wie soll ich ihn ansprechen. Und dann kommt der Gedanke, ich will ihm was verkaufen. Und mein Vater hat dann zu ihm gesagt, du, dir geht schlecht, bitte probier das Gerät von meinem Sohn aus. Ich habe mir gedacht, okay. Ich habe ihm dann letztes Jahr am 28. Dezember dieses Gerät gebracht. Ich habe gar nicht von Kosten oder sonst was gesprochen. Ich habe es ihm gegeben, habe ihm erklärt, wie es funktioniert. Und habe gesagt, bitte mach es mal, schau mal, wie es dir dabei geht. Mhm. Er hat mich nach 2 Wochen angerufen und hat gesagt, ich weiß nicht, was dieses Gerät mit mir macht, aber mir geht es besser. Man muss sich vorstellen, er hat eine schwere COPD, er hat ein Jahr lang immer wieder in Kliniken verbracht, hat dann leider die Antwort bekommen, er ist austherapiert, man kann nichts mehr für ihn tun. Das hat ihn natürlich auch psychisch wirklich sehr weit auf den Boden gebracht. Und nach 2 Wochen ruft er mich an und sagt, du, ich weiß nicht, was das Gerät mit mir macht, aber mir geht es besser. Wow. Mir rennt die Gänsehaut immer noch auf, weil dieser Mensch ist für mich ein Beweis, dass dieses Gerät funktioniert. Und jetzt sind Monate vergangen, ja. Er hat sich das Gerät dann von uns gekauft und wir sehen uns alle 2 Wochen und dieser Mann strahlt wieder. Das heißt aber jetzt nicht, er ist geheilt. Ja, aber wir haben ihm ein Stück Lebensqualität zurückgegeben. Mhm. Ja. Und das macht dieses Gerät. Wahrscheinlich auch neuer Lebensmut noch mit dazu. Neuer Lebensmut, ne? Natürlich. Es gibt noch eine Möglichkeit. Natürlich. Glaube versetzt Berge, das kommt hinzu. Ja. Ja? Aber dieser Mensch ist für mich ein Beispiel, sagenhaft. Ja. Und das motiviert uns natürlich wieder. Ne? An wen vertreibt ihr denn diese Produkte? Für wen macht denn das Nutzen? Für wen macht es sinnvoll, ein solches Produkt zu Hause zu haben? Für jeden Menschen. Ob klein, ob groß, ob alt, ob jung, ob krank, ob gesund, egal. Jeder Mensch hat einen Nutzen davon. Ja. Warum? Dieses Gerät unterstützt ja den Selbstheilungseffekt vom Körper. Mhm. Das heißt, wenn ich schon von klein auf beginne, ja, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen, ja, dann kann ich vorbeugend etwas für mich tun. Das ist immer ganz witzig, Kinder. Mein Neffe zum Beispiel, ja, ein sehr aufgewecktes Kind, ja, also sehr, kann sich nicht konzentrieren in der Schule, ja, kann sich bei der Hausaufgabe nicht konzentrieren. Und ich dachte mir mal, der soll sich mal hinsetzen. Und er ist ein Junge, er kann nicht ruhig sitzen. Ja. Ich habe ihn ans Gerät drangeschnallt und die ersten 5 Minuten war er quengelig und dann ist er da gesessen. Und ist 21 Minuten da gesessen und hat es genossen. Ein Kind, das 21 Minuten still sitzt. Still sitzt, ja. Wow. Und jetzt ist es so, wenn er bei uns ist, er fragt mich immer wieder, darf ich mich da dran setzen? Und da brauche ich keine Erklärung dazu, weil es tut gut. Ja. Ja, ein Kind spürt ja auch mehr, was tut mir gut, was nicht. Natürlich. Beziehungsweise, wenn es keine Lust hat, wenn es merkt, das mag ich nicht, dann fragt es auch bestimmt nicht danach. Und das ist eben, dieses Gerät ist so umfangreich und man muss nicht immer krank sein, um etwas für sich zu tun. Ja. Das ist ganz wichtig.
Und dann kommen natürlich viele Menschen, naja, ich gehe ja eh spazieren in den Wald. Ist ja auch richtig, aber irgendwann kommt der Moment, wo du nicht mehr so viel spazieren kannst. Und was ist das wichtigste Gut, was wir im Leben haben? Was ist das Wichtigste, was wir haben im Leben? Was ist das? Das ist jetzt eine Frage an dich. Was ist für dich das Wichtigste im Leben? Das ist eigentlich eine schwere Frage. Aber ich denke, also wahrscheinlich schon die Gesundheit. Ne? Siehst du? Weil ohne Gesundheit ist es einfach irgendwann schwierig. Es ist alles nicht mehr so schön. Ich kann nicht mehr so chillig hier sitzen richtig, mit dir, genau, ja. Gemütlich plaudern. Viel Wissenswertes erfahren. Und, aber machst du dir zum Beispiel auch mal Gedanken darüber, etwas für deine Gesundheit zu tun, auch wenn du nicht krank bist? Siehst du? Ich verstecke mich, ne? Der Punkt? Und das ist genau der Punkt. Warum mache ich nichts für meine Gesundheit, auch wenn ich nicht krank bin? Das ist, das ist die große Frage. Und das ist etwas, was wir nach außen tragen wollen. Ne? Das ist auch, es kann auch unterstützend sein. Ich muss nicht immer warten, bis ich krank werde. Ich kann auch vorher schon etwas für mich tun. Und da spreche ich jetzt nicht nur von diesem Gerät, das geht weiter bis zu Wasser. Wasser ist auch ein sehr wichtiges Gut. Ja? Man kann zum Beispiel, natürlich komme ich jetzt wieder zurück aufs Gerät, dieses Wasser ist energetisiert, es ist informiert, ich kann dieses Wasser trinken, es tut mir gut. Ja? Das sind so die Sachen, warum man sollte sich einfach mehr Gedanken über die Gesundheit machen und nicht erst dann, wenn man schon krank ist. Was macht ihr denn hier für ein Wasser rein? Ist das so sauberes, reines Wasser oder ist das... Wir geben gereinigtes Wasser rein, ja, man kann aber auch ganz normales Wasser reingeben. Ja. Okay. Das sollte man halt dann jedes Mal wechseln. Man kann es auch danach trinken, weil es energetisiert ist. Ja. Ja. Und man kann ganz normales Wasser machen. Ja. Okay. Man muss kein spezielles Wasser kaufen. Gut, es gibt ja auch diese Trinkwasserstellen, ne, wo man das ja auch gratis beziehen kann. Macht das einen Unterschied? Ich habe das jetzt nur mitbekommen, in der Schweiz gibt es sowas. Ja. Bei uns in Österreich habe ich es noch nicht mitbekommen, dass sowas gibt. Ja, also vereinzelt vielleicht, dass man bei Quellen was bekommt oder so. Natürlich macht es einen Unterschied, wenn ich jetzt gereinigtes Wasser reingebe. Aber dieser Unterschied ist so gering, dass das nicht... Aber ein Unterschied ist da und wenn es sowieso schon gratis ist... Ein Unterschied ist, da ist, aber es muss nicht sein. Ja, klar. Ja. Okay. Wie arbeitest denn du jetzt mit diesem Gerät zusammen? Vertreibst du das nur oder arbeitest ich persönlich, ich arbeite erstens einmal selbst natürlich mit dem Gerät. Zweitens einmal ist meine Aufgabe, Vertriebspartner zu finden natürlich, aber auch bis hin zum Endkunden. Also ich fahre genauso zum Endkunden und berate den Endkunden mit meinem Wissen, wie auch zu einem Vertriebspartner und gebe natürlich auch mein Wissen weiter. Ja? Und meine Aufgabe ist es halt auch, Vertriebspartner zu finden, die auch diese Philosophie übernehmen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt in Österreich wohnen würde, ich sehe diese Sendung, ich möchte mir so einen bestellen, oder zumindest halt einfach mal mieten, um das halt mal auszuprobieren, dann habe ich dich am Telefon, kann mit dir darüber reden. Dann rufst du mich an, dann kannst du mit mir darüber reden, dann machen wir uns einen Termin aus. Ja. Okay. Und dann hast du die Möglichkeit, das Gerät zu testen, für dich festzustellen, was macht das Gerät für mich. Ja. Ja. Wir haben verschiedene Modelle dazu, also wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, hier ist das Gerät, probier's 20 Minuten, jetzt kaufst du. Das machen wir nicht. Wir geben den Kunden die Möglichkeit, das Gerät zu testen und festzustellen, okay, es hilft mir oder es hilft mir wirklich nicht. Ich habe auch schon Kunden gehabt, die haben gesagt, nein, mir hilft es nicht. Es tut mir leid, ich habe es probiert, ich habe es 3 Tage lang jeden Tag probiert, es verändert sich gar nichts. Ist auch ist ein Feedback, was wir bekommen und dann ist das halt so. Ja. Es wirkt nicht bei jedem gleich. Ja. Das ist ja kein Kaufzwang dann dahinter. Nein, es ist kein Kaufzwang, es gibt keine Knebelverträge, das ist nicht unsere Philosophie. Wir wollen einen zufriedenen Kunden haben, nachhaltigen Kunden. Ja. Ja. Das ist zwar ein langfristiger Aufbau, aber ein glücklicher Aufbau. Jetzt, wenn ich nicht aus Österreich bin, sondern Schweiz oder Deutschland oder irgendein anderes deutschsprachiges Land, weißt du, wo ich mich dahin melden muss? Du kannst dich immer direkt an die Firma Energy melden. Ja? Mhm. Die Firma Energy wird das auf ihre Vertriebspartner dann aufteilen. Ja? Also du kannst dich auch immer direkt zur Firma Energy melden, dort anrufen. Dort wird dir immer wirklich geholfen. Du kannst dort auch mit speziellen Heilpraktiker darüber sprechen. Ja? Du kannst dich informieren darüber und dann wird es dorthin geteilt, wo du dich befindest. Ja? Und das kannst du auf der ganzen Welt machen. Also ich bin mir ziemlich sicher, du kannst, egal von wo du anrufst, wird dir geholfen und du kannst Lösungen dafür bekommen. Ja, und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
Auch die das Quantisana Gesundheitszentrum kann Sie da weiterleiten, falls Sie eine Nummer brauchen, falls Sie anrufen wollen. Rufen Sie im Quantisana Gesundheitszentrum an. Die Nummer ist immer wieder hier unten eingeblendet. Sie sehen sie immer wieder während der Sendung. Sehen Sie Webseite, Telefonnummern etc., wo Sie sich auch hinwenden können, um vielleicht so ein Gerät mal zu testen. Vielleicht wollen Sie es einfach mal versuchen, denn versuchen kostet nichts und geschadet ist ja sowieso nichts. Die Sendung ist leider schon zu Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du mir da hier zur Verfügung gestanden bist, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden bist und mir einiges über dieses Gerät erzählt hast. Herzlichen Dank, dass du deinen Weg von Österreich extra hierher zu mir in die Schweiz gefunden hast. Bitteschön. Ich wünsche dir alles Gute, genauso wie ich das Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche. Alles Gute und einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung.